Was geht ab, meine Freunde? Ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen YouTube-Video, und zwar zum Vlog Nummer 26. Here we go! Und starten wir mit Erdbeeri. Die sind Pöck. Ich habe schon viel gegessen. Das sind Schweizer Erdbeeri und sie sind einfach... Sie sind fein. Sie kommen aus Dottiken. Und dann mache ich jetzt noch Lasagne. Also besser gesagt, ich fahre mit der Bolognese. Genau. Juhu! Jetzt habt ihr gesehen, wie ich Lasagne gemacht habe. Und heute ist Sonntag. Und so wie ihr seht, ist das Wetter stabil. Pöck. Ja. Das heisst, ich komme schwimmen. Let's go. Sieht man sich, wie ich euch gesagt habe, wenn ich gehe schwimmen und ich bin absolut unterlichtet. Hallo! Gut. Ich freue mich so. Endlich wieder schwimmen. Endlich. Also, jetzt bin ich das erste Mal wieder schwimmen. Pöck. Es war etwas kalt. Jetzt ist draußen 14 Grad, 15. Aber das Wasser war 17 Grad. Ich bin fast gestorben, als ich reingegangen bin. Aber ich bin das erste Mal schwimmen. Mal schauen, wie es morgen aussieht. Dann fängst du Meinung. Wenn es schön Wetter ist, gehe ich wieder schwimmen. Und ja. Mal schauen, was die Woche noch so passiert. Jetzt bin ich die ganze Zeit unterwegs, habe Bier gesucht, fast eineinhalb Stunden Pöck. Also nicht eineinhalb Stunden, ich bin noch in dieser eineinhalb Stunde bin noch rasch in ein Restaurant, einen Coup gegessen. Aber gleich, also einen Coup, zwei Sorbe habe ich gegessen. Aber ich habe leider kein Bier gefunden. Dort, wo ich war, jetzt heisst es, geht in die Beine gefahren. Dann der vor mir sagt, ah, Erdbeere sind jetzt ausverkauft. Ich habe einfach kein Bier mehr bekommen. Egal, hol sie morgen in dem Fall. Man sieht sich am Weiterverlauf von dem Vlog. So, guten Morgen. Nein, kann ich noch informieren, ich bin jetzt auf dem Weg, um mich zu impfen. Ich bin jetzt erst den internationalen Impfausweis geholt. Kann ich jedem empfehlen, wenn er das zweite Mal geht, impfen und dann geht einstempeln. Und ja, ich würde sagen, man hört sich dann nach dem Impfen. Mal schauen, wie es mir geht. Aber ich glaube, es geht mir gut. So, ich habe jetzt die Impfung hinter mir. Ist relativ nicht so schlimm gewesen. Aber jetzt mal schauen, wie sich alles ergibt. Mein Arm tut schon ein bisschen weh. Der war sehr schnell gewesen. Ja, lasst euch einfach alle impfen. Und nehmt unbedingt den WHO-Ausweis mit. Und nachher ist es dann der Schäbe anerkannt, glaube ich. Und dann ist es einfacher zum Reisen. Genau. Auf, gehen wir mit dem Basis Schweizer Erdbeere holen. Pöck. Super. Super Schweizer Erdbeere. Ich hoffe. Die haben immer noch länger Schweizer Erdbeere. Letztes Mal, als ich bekommen habe, hatte ich keine mehr. Aber jetzt bin ich mir gerade drei geholt. Pöck. Pöckeru haben wir uns noch Momos und Peking-Enten gegönnt. Und am Schluss zeige ich euch, wie es geschmeckt hat. Geil. So, jetzt haben wir Mittwoch oben. Jetzt lache ich dir gerade noch das Lasagne-Video auf. Ich wollte sagen, Momos und die gebratenen Enten waren Pöck gewesen. Und wir haben drei Folgen Grey's Anatomy geschaut, weil ich bin jetzt fertig mit 16 Staffeln. Jetzt schaue ich mit ihr nur die 17. Staffel und ja, bis jetzt ist es gut, aber ich finde es eigentlich cool, dass die Serie gerade mit der Pandemie zusammenspielt. Also nicht cool, aber sie haben es aufgefasst. Zum Beispiel Riverdale ist auch in der Pandemie-Drehtour und dort war es nicht irgendwie so, dass Leute Maske haben oder so. Ich finde es eigentlich noch cool, wenn das so in einer Serie auch dargestellt wird. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen sich im weiteren Lauf der Woche. Ich kann Ihnen sagen, wie es am Mittwoch war. Das Essen war sehr fein. Und ja, jetzt bin ich am Donnerstag noch krank gewesen. Ich hatte 39 Grad Fieber. Nachdem ich die zweite Impfung bekommen habe, mal schauen. Heute ist der Freitag, für mich viel besser. Normale Körpertemperatur, alles. Genau. Ich würde sagen, das war mit dieser Woche und schönen Morgen miteinander.